Wir sind wieder zurück vor der neuen Öffnung, die wir freigelegt haben. Und gehen vorsichtig schon mal rein. Hier sind wieder Finger aufgehängt worden. Die Höhle ist doch weitläufiger, als ich dachte und was ich gehofft habe. Oh, scheiße. Natürlich geht jetzt auch die blöde. Natürlich sind es zwei. Alle haben mich verjagt. Gar keinen Bock. Der blutet schon, der ist bald durch. Geh kaputt. Da sitzt schon der Knochensperr, Mann. Wie viel hältst du denn aus? Ah, noch einer. Ja, geil. Geh kaputt. Oh. Oh, Scheiße. Oh. Sache Höhlen. Mein Nemesis. Oh. Aber wir haben es gut durchgestanden. So, nochmal hier. Oh Gott. Okay, Kollege Schnürschuh, auf da. Und du auch. Ich will keine Widerworte hören. Du sowieso. Aber wir finden ordentlich Stoff dafür, dann können wir richtig wieder Rüstung machen. Wir könnten sogar die Rüstung diesmal voll kriegen bei der Menge an Stoff. Also richtig gut. Oh, die Höhle ist noch ein bisschen weitläufiger. Oh, ich will nicht. Ich will wieder Haus bauen. Oh Mann. Erstmal eine Cola. Gut, der erste Kollege hat sich schon im Wohlgefallen aufgelöst. Der zweite auch. Gut, dann fangen wir schon mal an. 66 Stoff, dafür, dass wir mit fast mit gar nichts reingekommen sind. Richtig gut. Aua, natürlich. Ganz jetzt stand ich daneben und jetzt auf einmal. Das Bein haben wir jetzt. Ja, ich habe verstanden, dass es heiß ist. Ist in Ordnung. Mach's nicht mehr dramatisch. So, und Blätter rein. Man könnte hier zur Orientierung schon mal was aufstellen. Dass man weiß, hier waren wir schon. Das ist leider auch unser Nachteil von der Challenge. Mir ist aufgefallen, nochmal so ein Nachblick. Ich meine, ich habe es vorher schon gemerkt, aber ich habe es jetzt erstmal erwähnt. Es gibt halt einen Grund, warum uns so sehr das Baumharz fehlt. Da man ja durch das Fällen der Bäume ja auch Baumharz mit dazu verdient, haben wir halt erstmal einen großen Nachteil in dem Sinne, dass wir halt nur durch diese Sammelstellen mit den Töpfen Baumharz generieren können und eben durch keine andere Art und Weise. Deswegen macht uns die Challenge schon so ein bisschen das Leben schwer. Aber ich meine, deswegen machen wir auch die Challenge, ne? Ah, ein Meer aus Schädeln, auch schön. Okay, es geht jetzt hier über so einen kleinen See rüber. Oder, ja. Tümpel. Trifft vielleicht eher. Sehr schön, eine kleine Snackbar. Naja, Hauptsache es geht nicht weiter. Ah, perfekt. Neues Kostümchen. Schön.
Okay. Alkohol. Ja, ich muss mir alles schön trinken. Das nehme ich gern mit. Hat er scheinbar auch versucht, war nicht ganz so erfolgreich. So, hier geht es scheinbar weiter. Nach unten. Da ist das immer so ein Hammer-Symbol. Hier ist aber überall nichts mehr. Dann erstmal runter da. Hilft ja nichts. Ganz viel Schädel, okay. Dann nochmal runter. Es ist echt maximal dunkel. Okay, wie viel Schädel kann ein Mensch haben? Stock? Was bist du denn? Oh nein. Na, Kruzifix. Oh. Blöd, dass wir es den nicht vor die Nase halten können. Ah. Hallo. Ach, das Taukorridor. Ich sehe es halt jetzt. Ich habe den Typen da ganz an bewundert. Ja, geil. Wir haben das Taugerät. Unsere erste Erkundung in der Höhle war ein richtiger Erfolg. Cool. Ja, nice. Dann würde ich sagen, wir haben zum Glück noch ein paar Tauflaschen dabei. Das tragen wir jetzt sofort. Und rein da. Noch Steinbrocken. Ich finde es halt schade, dass die Sicht unter Wasser halt so maximal blöd ist, weil ich meine, du hast eine Taucherbrille wahrscheinlich an. Warum sieht man, du bist verschwommen? Dann, ich meine, wasch das Ding doch einfach mal. Als wäre das jetzt komplett eine Sache, die man halt nicht machen könnte. Geht scheinbar schon raus. Guck mir gerade noch ein bisschen nebenbei um. Da fiel gerade eben was runter. Scheinbar schon mal. Die Umgebung wurde schon mal erarbeitet für uns. Ah, natürlich. Wir spenden nichts für kleine Kinder. Gib es nicht. Gut, Luft haben wir voll. Das ist gut. Snacks gibt es auch noch hier. Was könnte es Besseres geben? Ja, wir holen alles hier. Okay, war nur so ein kleiner Materialfund. Dann geht es jetzt weiter durch die Höhle. Aber ich finde schön, dass die Forstmacher daran gedacht haben. Also, dass man wirklich da durch die Höhle kommt und wahrscheinlich vielleicht irgendwie Nahrung vergessen und sonst irgendwas. Und dass sie wirklich dann noch Snacks und Dosen da positioniert haben oder platziert haben. Dass man sich dann nochmal aufrüsten kann. Das ist gut gemacht, finde ich. Ist zwar jetzt nicht wirklich dann Hard Survival, aber. Ja gut, du musst erstmal durch die Höhle kommen bis dahin, ne? Das ist also schon ein kleiner Anspruch. Gut, Kopf runter. Dann schnell mit dem Licht mal kurz gucken. Leuchtfackel, Flaschen haben wir aber schon zu Genüge. Ah, okay. Haben wir unser erstes Tor? Oh, Alter, was für ein Progress haben wir denn hier? Ich dachte, wir gehen mal Lagefahrer in die Höhle einfach rein.
Aber dass wir jetzt hier fast das Ding durchspielen, hätte ich jetzt nie gedacht. Gut. Auf das Ding. Ah, sind wir dafür schon gerüstet? Ich weiß es nicht. Okay, da zumindest kein Eingeborener. Ah, die Bubel. Und ich dachte immer erst, also ne, von mir aus, ich dachte immer erst, das wäre einfach nur ein dummes Kreuz, was da hingemalt wurde. Dass es nichts Besonderes ist, aber nein, das ist dieser Marker. Das ist dieser Obelisk, den sie da hingemalt haben. Die haben das Kreuz in Verbindung mit diesem Marker verehrt. Das war zumindest mal meine Theorie jetzt mittlerweile. So, Rosen. Oder war nix. Was war das? Alte Pistolenmunition, okay. Dynamit. Noch eine Bibel. Für zu Hause und das Bett. Okay. Ah, Seil. Oh, Seil. Ah, und ein wunderschönes Foto oder Zeichnung. Und was sehen meine Augen da hinten? Oh, die Axt. Die rostige Axt. Ja, cool. Und Benzin. Es wird immer besser. Wir wärmen uns jetzt erstmal auf. Dann legen wir mal hier die Sachen ab. Ablegen. Hey, war cool, die Axt. Perfekt. Die macht viel, viel mehr Schaden. Kann gut blockieren. Hat zwar nicht so eine große Geschwindigkeit, aber es sieht einfach viel, viel brachialer aus, wenn man der hier angreift. Als mit dem kleinen Fitzelding da. So, ich mache gerade schon mal ein paar Mollys, dass wir wieder mehr Alkohol mitnehmen können. So, kann nämlich nicht schaden. Weil vielleicht brauchen wir es demnächst. Wer weiß, welchen Gestalten wir noch begegnen werden. Weil wir es doch recht tief hier vordringen. Was eigentlich nicht mein Plan war. Aber gut. Ich nehme es mit. Ich mach's mit. Und wir haben noch ein bisschen Fleisch, was wir drauflegen können. Ist zwar nicht mehr das beste Fleisch, aber dafür reicht das noch. Um uns den Magen zu füllen. Cool. Ein paar Döschen haben wir auch noch dabei. Da trinke ich doch gleich mal zwei. Oh. Beneath the Limestone. Okay. Ist das eine Zeitschrift über Tourismus? Über den. Weiß ich nicht, weil ich finde, der Berg auf dem Foto sah es so gewissermaßen aus wie der große Gletscher, oder sage ich das mal, ne? Dieser große Berg hier auf der Insel. Halt ohne Schnee. Okay. Die müssen hier echt alle verändert sein, ne? Also, die müssen irgendwann keine Nahrung mehr gehabt haben, weil ich meine, die Tür davon war zu. Du hast hier eine schöne Beleuchtung durch das Guano, aber das ist auch echt eine echt miese Art hier zu sterben. Ich meine, die sind zwar im Glauben gestorben, aber ob das der beste Weg ist, weiß ich halt nicht. Weil ich meine, du bist auch dauerhaft hier im Feuchten, ne? Die fault ja im Prinzip alles unterm Hintern weg. Okay. Tauchausrüstung wieder an. Es geht weiter. Hier geht es nicht weiter. Wir müssen hier lang. Wir halten uns mal nah bei der Decke. Noch eine Bibel. Was bist du? Noch eine Bibel. Was bist du? Noch eine Bibel. Folgen wir jetzt hier dem Bibelpfad. Das ist so ähnlich wie der, Ah, seid ihr Witz vergeigt. Wie heißt denn dieser Pfad, den die Pilger folgen? Mit der Muschel.
Nee, der Witz ist weg. Sorry, tut mir leid. Nach oben. Okay. Noch ein Schädel. Und noch ein Schädel. Gut, also Schädel haben wir echt genug. Stöcke auch. Daran mangelt es auf jeden Fall nicht. Ich guck mir gerade mal um, bevor wir hochkrabbeln, aber da ist nichts mehr. Nee. Dann einmal hoch das Ding. Hui! Aber ich finde, wir haben schon viel gefunden. Also viele Artefakte haben wir gefunden. Wir haben die Tauchausrüstung, die verbesserte Axt. Also wir können es echt nicht beschweren. Das war eine richtig gute Runde durch die Höhle. Also von daher, besser geht's nicht. Noch ein Snack. Noch ein Bild. Ah, ein Schatzfund. Und mir kommt die Höhle sogar bekannt vor. Also, ne, ich weiß noch, wo das war. Da ist nichts mehr. Wo bist du? Da ist auch nichts. Geht's hier nicht weiter? Doch, da. Die Luft verbraucht sich auch schon recht schnell. Aber ich bin ja froh, dass wir in der Nähe von der Yacht wohnen. Das heißt, man könnte notgedrungen immer mal rübergehen und da auch was noch nachholen. Die Option haben wir zum Glück noch offen. So ist es ja nicht. Wir müssten jetzt eigentlich beim See von Tobi und Gronkh rauskommen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Okay. Und wir sind. Ah, sieht schon gut aus. Am See von Tobi und Gronkh. Alles klar. So, erstmal hier hoch. Erstmal kurz wappnen. Da sind noch ein paar Armbrustbolzen, die wir jetzt zwar noch nicht brauchen, aber trotzdem mitnehmen können. So. Also erstmal ablegen. Wir haben ein Spielzeug gefunden. Wir haben Haarspray, wir haben eine Taschenlampe, wo auch immer die jetzt herkommt. Das heißt, wir machen das mal so. 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 Zack. Ich hoffe, die Taschenlampe ist noch voll. Ich weiß gerade nämlich nicht. Aber. Ich glaube, die Taschen wieder einzeln. Entfernen. Nee. Auseinandernehmen, ja genau. So. Das ist schon besser. Ich will nach Hause. Ab, danke. Aloe Vera ist sehr gut. Bären nehme ich natürlich auch gerne mit. Man kann sich immer kurz noch mal den Magen vollschlagen, bevor man loslaufen muss, ne? Ist noch ein Camp? Ach, hier waren die Pfeile. Sehr gut. Wir haben auch ein Glück heute, ne? Da kann ich keine Pfeile mehr tragen, leider. Ich will jetzt hier einfach alles mitnehmen. Aber leider geht das nicht. Jetzt erstmal husch husch nach Hause. So schnell wie es geht.
Der Taschenlampe ist es echt besser zu sehen, aber auch ein bisschen gruseliger durch dieses helle weiße Licht. Hat so ein bisschen was von Blair Witch. So, wir sind gleich zu Hause, zum Glück. Ich sehe schon unser Haus leuchten. Oh, das ist echt ein gutes Gefühl, nach Hause zu kommen. Das muss man echt sagen. Ist das schön. Stöcke haben wir auch mitgebracht von zu Hause. Das heißt, der nächste Regen kann kommen. Wir haben ein Seil dabei. Ach, es ist einfach perfekt. Es ist einfach schön, nach Hause zu kommen. Man kann alles erledigen. Wir können auch pennen. Oh, super. Ein Traum. Gut, würde ich sagen, hauen wir es gleich erstmal hin. Zack. Und wir haben durchgeschlafen. Ein neuer wunderschöner Tag im Wäldchen. Das Lager hier ist voll. Das klatschen wir mal voll. Wir müssen uns bald mal Gedanken darüber machen, wie wir es hinkriegen wollen. Ich dachte mir gerade eben, was soll das denn sein? Wie wir es hinkriegen wollen, eine Treppe zu machen. Ich würde gerne noch einen zweiten Stock ins Haus reinmachen. Aber dafür fehlt uns halt eine Treppe. Gut. Weil die Idee wäre nämlich langsam mal zu gucken, so noch ein weiteres Stockwerk hier oben drauf zu machen. Das passt auch von allen Seiten, das sieht auch nicht zu schief aus. Und eventuell hier, wo eh sowieso keine Dings ist. Nee. So, mein Plan ungefähr wäre so gewesen, dass man es so macht. Das wäre der Treppenabsatz, also erstmal hier so die ersten Stufen. Okay, wir probieren das mal erstmal aus, ne? Hier ist ja nichts in Stein gemeißelt. Weil mich würde ja schon auch selbst interessieren, ob das so funktioniert mit dem Treppenbau. Wenn wir das eben so machen würden. Die Koffer sind auch alle zu und auch nichts neu geladen da drin, ne? Ja, okay. Aber das war ja früher so gewesen. Die Koffer waren zwar alle offen, aber drin ist alles Neues respawned. Das war schon echt praktisch damals. So, davon nehmen wir ganz viele. Können wir den ganz viel essen? Sehr schön. Okay. Hopp, da war ein Stock. Ich habe ihn auch genau gesehen. Hä, wo ist er hin? Da. Ich habe gerade so ein bisschen die Augen offen nach einem Geborenen, aber im Moment ist es sehr ruhig. Darf es auch gern bleiben. Habe ich nichts dagegen. So, Treppe. So. Dann machen wir erstmal hier den Grundboden fertig und dann gucken wir mal, ob wir was oben drauf bauen können. Ich meine, ja klar, er will jetzt erstmal wahrscheinlich wieder nur in so einer Schlauchart hochbauen. Und dann müssen wir gucken, dass wir dann erstmal hier nur wieder hier drauf bauen, dann wieder hier drauf und dann da drauf. So könnte eine Treppe entstehen. Also zumindest bei mir im Kopf. Es ist
Es ist dann zwar kein normales Hochlaufen, sondern eher dann Hochspringen, aber es ist wie eine Treppe. Wenn es so klappt, wie ich mir es im Kopf vorstelle. So. Noch ein paar Steinchen mitnehmen. Ach genau, bevor ich es vergesse, wir können noch die Knochen, die wir dabei haben, gerade noch unser Knochenlager hinzufügen. Dass wir wieder die Hände frei haben für Neues. Ach, wir haben gar keine Knochen mehr. So, jetzt. C. So, dann wäre das erste hier. Dann wäre das zweite dann so. Muss man aufpassen, wenn jetzt es mir nicht reinfällt. Weil, ja, ich sehe das Problem schon. Man kommt ja nur ganz schwer raus. Und wenn dann gerade die Kannibalen hinter einem stehen und auf einen drauf prügeln, das ist, glaube ich, nichts, was man haben möchte. Da müssen wir, glaube ich, nochmal nacharbeiten und vielleicht da ein paar Steine reinmachen. Aber so vom Sinn her klappt das schon ganz gut. Vielleicht würden auch nur einzelne Striche reichen und einfach dann im Prinzip dann hier zubauen. Da muss ich schon ein bisschen rumtesten. So. Und dann haben wir unsere erste Originaltreppe aus Bimsstein. E-Bims. Gott, wo kommt der jetzt auf einmal her? Ich würde gerne so ein bisschen die Umgebung ausleuchten. Fällt mir gerade so ein bisschen nebenbei ein. Und weil wir gerade gedacht haben, wir haben eh so viel Harz verdient, kann ich das gerade ja ein bisschen machen nebenbei. So. Dann hier drüben nochmal einen hin. Gerade so an den Baum ran. Genau. Gut. Dann haben wir es dann bei der nächsten Nacht schön hell. Gut, dann. So. So. Dann könnten wir fast schon hier noch eine Stufe machen, dann hätten wir schon die erste Etage. Die Frage ist, wie ziehe ich den Boden rein? Ach Mist. Ich kann halt nur einen Schlauch machen, also so einen Kreis. Aber kann ich da auch was reinbauen, was nicht aus Holz besteht? Jetzt wird es interessant. So. Hallo Möwe. Der macht mir aber auch sehr schwer. So, könnte zumindest das Reinfallen verhindern. Aber ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin. Das ist noch nicht so ästhetisch, wie ich das gern hätte. Aber ich meine, man fällt zumindest nicht mehr rein. Na, das wäre schon mal die Sache. Besuch? Irgendwas habe ich gehört. Okay. Also so. Die ersten beiden Stufen stehen. Das ist schon mal unser grobes Konzept. Und wenn wir dann hier oben noch so irgendwie so einen Gang hinkriegen, dass wir dann hier oben dann schön alles erkunden können, dann glaube ich, passt das schon ganz gut. Ja. Es nimmt Gestalt an. Es ist zwar ein bisschen schwieriger zu bauen, weil ohne Holz, aber dafür finde ich, es ist doch schon echt eine solide Befestigung geworden.
Doch, das gefällt mir ganz gut. So ein bisschen viel Gehüppel, aber das ist in Ordnung. Nächste Stufe. So. Die fertig bauen, dann nochmal oben drauf und nochmal oben drauf, dass wir eine gerade Linie hoch haben. Ist vielleicht ein bisschen viel Abstand gewählt. Warte mal. Ich mach's mal ein bisschen näher ran. So, dass man nicht so riskant hüpfen muss. Gerade nochmal schnell Steine besorgen. Das sind rote Beeren, die will keiner. Okay, da fehlen jetzt nur noch vier. Das kriegen wir auch schnell hin. Eins, zwei. Drei. Und wo ist die vier? Komm, du bist nicht weit weg, vier. Also doch. Unsere noch um fünf haben wir noch erwischt. Das läuft ja schon mal ganz gut. Rein da. Zack, 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 zack. Dann das gleiche oben drauf nochmal. Hier so ein kleiner Miststein. So. Wieder fehlen die obligatorischen vier. Noch ein Stock. Also heute läuft's. Und da ist noch einer. Perfekt. Sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. Ich würde gerade mal was gucken, ob im Flugzeug wieder die Sachen respawnt sind. Dann kann man sie vielleicht schon mal neu ausrüsten. Oh. Zack. Alles Gute. Und ja, es ist alles wieder da. Medizin brauchen wir gar nicht mehr. Wir sind so voll damit. Düsen brauchen wir auch keine mehr. Alkohol vielleicht noch? Ja. Auch sind wir heute schon wieder voll. Es ist halt. Nö. Hui. Jetzt ist halt ultimative Test für die Fenster, ob es jetzt hilft. So. Sind schon die schwereren, die weißen. Weil wir halt jetzt die Höhle erforscht haben, ne? Er kommt aber nicht mehr durch. Das sieht schon sehr gut aus. So, das war ein One-Shot. Alles klar. Aber ich muss sagen, das hier mit dem kleinen Gang, das funktioniert echt perfekt. Also, ich hätte nie gedacht, dass es so gut funktioniert. Weil wir machen halt immer, dass wir direkt hier an die Fenster ranrennen. Dann haben die nämlich gar keinen Anspruch daran. Oh, okay. Dann haben die gar keinen Grund dafür, hier reinzukommen. Weil sie immer denken, sie kommen durch die Fenster besser an uns ran. Ja.
So. Okay, ich würde sagen, bevor die Folge zu lang wird, erstmal vielen fürs Zuschauen. Wir haben richtig viel erlebt in der Höhle. Wir haben richtig gute Sachen gefunden. Und ich hoffe, es geht auch weiter so. Bis zur nächsten Folge von The Forest. Bis dahin und ciao, ciao.